Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, das letzte Mal sind wir in einer neuen Sequenz angekommen, Sequenz 3. Und Haytham sucht immer noch nach den Hinterlassenschaften von von der ersten Zivilisation, hat aber immer noch keinen Hinweis und glaubt jetzt, dass die Kanyan Kehaka was wissen. Das sind ist dieser Indianerstamm und deswegen versucht er, diese Frau zu finden. Um eventuell Antworten zu bekommen. Aber im letzten Teil haben wir auch noch mit Benjamin Franklin geredet, der sehr interessante Geschichten über sein Liebesleben und den Unterschied zwischen jungen und reiferen Frauen erklärt hat. Und mal sehen, ob er jetzt noch weiter darüber reden will. Ich bin euch übrigens zu größtem Dank verpflichtet. Warum? Ihr sprecht mit mir. Wisst ihr, ich habe zurzeit nur wenige Freunde hier in Boston. Und was habt ihr getan, um Unwin auf euch zu ziehen? Es fing mit einer Karikatur von mir an, welche die Einheit vorschlug. Wie sonst sollen wir hoffen, den Franzosen zu widerstehen? Ich schlug etwas Ähnliches beim Albany-Kongress vor und sorgte so für einigen Aufruhr. Nun, ich frage mich, ob das Parlament wirklich unsere Interessen vertritt. Den Kolonien ginge es unabhängig und autonom vielleicht besser. Die meisten meiner Standesgenossen sehen das allerdings anders. Steht es denn wirklich so schlecht unter der Krone? Aber ihr habt euch schon die Antwort gegeben. Unter? Warum unter? Es sollte auf Augenhöhe sein. Steht Frankreich unter den Briten, die Italiener, die Preußen, die Spanier? Nein. Oh sicher, vielleicht sind sie nicht immer einer Meinung und es kommt auch zu Streit, aber sie stehen auf demselben Boden. Und das sollten wir auch. Sind die Kolonien nicht nur eine Erweiterung des Königreichs? Eine weitere Grafschaft, wenn man so will? Nein, sind sie nicht. Sie sind Teil von etwas anderem, etwas Eigenständigem. Ich denke, es ist nur natürlich, Gleichheit zu wünschen. Wir lassen unsere Eltern zurück, unsere Kindheit, unsere Heimat und suchen unseren Platz in der Welt. Wenn das für Menschen zutrifft, warum nicht für Nationen? Ja, ja, ganz genau. Interessant. Aber ich habe euch nun lange genug aufgehalten. Bitte, lasst mich euch nicht von der Arbeit abhalten. Genau, deswegen hören wir jetzt auch mal auf, mit ihm zu quatschen. Sonst hält er uns wirklich nur auf und verlassen das Gebäude mal wieder. So, und gucken mal, ob hier irgendwo noch der letzte Brief ist. Dann könnten wir den nämlich auch noch direkt überbringen. Dann hätten wir das nämlich schon erledigt. Dann können wir vielleicht noch ein oder zwei Türme aktivieren und dann machen wir eine weitere Hauptmission. Und oh, wir haben jetzt schon echt wieder viel Zeit verloren mit dem Geblaber mit ihm. Deswegen beeile ich mich mal ein bisschen. Tut mir leid, ich renne normalerweise nicht so gern durch die Städte durch, aber wie gesagt, es ist ein LP, da rennt uns die Zeit sowieso immer weg. Deswegen, naja. Okay. So, dann nehme ich den Turm noch hier schnell mit. Dann überbringe ich den Brief und dann können wir eine neue Hauptmission machen. Beziehungsweise die nächste Hauptmission. Mal gucken, ob wir dann der ersten Zivilisation ein Stück näher kommen. Tada! Okay, sehr gut. In welche Richtung muss ich jetzt abspringen? Da. Immer erst gucken, wo ein Heuballen steht. Wobei der hier auch hätte gefroren sein können. Das hätte sehr dolle Rückenschmerzen gegeben. Stell dich echt mal vor, der wäre ein bisschen feucht gewesen, weil das ja irgendwie so, so Äste und Gebüsch aus dem Wald sind. Und weiß ich nicht. Kann ja sein, dass die ein bisschen feucht sind, dann frieren lieber der Kälte. Und dann springt ihr da runter und schlagt mit dem Rücken auf. Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Bitte, bitte. Ja, und dafür erhalten wir auch direkt $500. Pfund, Entschuldigung. Passiert wahrscheinlich noch öfter, dass ich Dollar sage, weil es ist Amerika, aber halt noch nicht Dollar, sondern Pfund. Aber mit Amerika verbindet man halt immer den Dollar. Aber naja. So. Aber ansonsten eine wirklich, wirklich schöne Stadt. Muss man schon sagen. Ich spiele auch so lange mal ein bisschen mit dem Schwert rum. Ja, vorher war es ja immer so, dass wenn man ein Schwert rausgeholt hat oder eine Waffe überhaupt und dann auf 4 gedrückt hat, dass er dann auch geschlagen hat. Jetzt haben die jetzt entfernt. Stattdessen macht man jetzt hier immer so eine coole Handbewegung. Ach,
Geht doch aus dem Weg. Ja. Kleine Kinder, sie nerven. Wie uns da oben eben angezeigt wurde, sind Waisen. Und ja, sie nerven. Mehr kann man dazu nicht sagen. So, wir sprinten wieder durchs Haus. Und machen dann die nächste Mission, die auf der anderen Seite ist. Kann ich... Ist das eine offene Tür? Schade. Ja, gut. Komm, dann kletter ich halt drüber, was soll's. Keine Lust, jetzt den Weg herumzusuchen. Dann kletter ich lieber. Auch wenn mich hier Wachen sehen. Lass mich in Ruhe, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Zack. Aua. Oha. Mann, man drückt nur auf schnell gehen und schon sitzt man auf dem Pferd, ey. Naja, was soll's. Wir gehen erstmal wieder in die Taverne. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Ah ja, erste Hinweise. Ja, das ist natürlich sehr nett, wenn man dann aus dem Haus rausgeht und dann direkt in eine Gegnertruppe gesetzt wird. Naja, das passiert bei Assassin's Creed öfters. Man kennt das ja. Okay, das war's dann schon von der Mission. Ja gut, wenn ich mich jetzt beeile, können wir vielleicht auch noch die nächste machen. Vielleicht müssen wir mittendrin aufhören, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, Assassin's Creed speichert ja sowieso alle 2 Sekunden. Von daher verliert man nicht wirklich viel. So. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt wieder so sprinten muss. Ich könnte mir auch ein Pferd nehmen. Was ich jetzt auch tue. Ja, es ist halt ein bisschen... Wenn die Zeit einem im Nacken sitzt. Wenn ich privat spiele, lasse ich mir für alles viel Zeit. Ich habe jetzt auch schon, glaube ich, irgendwie an die 22, 23 Stunden Spielzeit und bin immer noch nicht durch, weil ich auch alles mache, von Nebenmissionen her und so weiter. Und jetzt haltet euch fest, ich mache sogar Auftragsattentate, die später noch dazukommen. Mhm. Ja, aber sie sind auch hier deutlich angenehmer als die in den anderen Teilen. Weil das ganze Konzept direkt anders war. Oh mein Gott, das ist aber ganz schön weit weg. Warte mal, hätte ich da jetzt noch nicht eine Schnellreise benutzen können? Wo ist das denn? Ist das im Grenzland? Ja, es ist im Grenzland, genau. Nämlich raus aus der Stadt. Und da kann man eine Schnellreise benutzen, was ich jetzt sogar wieder tue. Das erspart uns einiges an Weg. So. Zack. Und schon stehen wir am Eingang von Boston, den wir jetzt aber auch verlassen werden, weil wir hier raus müssen. So, nach Grenzland reisen, ja. Tada! Ja, und das Grenzland ist quasi das Gebiet, was... ja, was die Städte verbindet, ist ungefähr so, müsst ihr euch vorstellen, wie das Königreich aus Assassin's Creed 1, wo ihr von einer Stadt zur anderen geritten seid. So ist das jetzt auch. Es ist riesengroß. Man sieht wahrscheinlich jetzt gerade nichts hier, weil noch nichts aufgedeckt ist. Ja. Aber es ist, ja, ungefähr so groß halt, wie die Karte hier ist. Gibt viel zu entdecken. Darauf wollte ich jetzt nicht. So. Aber es ist auch schön, wie man sieht. Egal ob Winter oder Sommer, Frühling oder Herbst... So. Toll. Ich glaube, wir haben dann doch keine Zeit mehr, um die Mission zu beginnen. Weil der Weg dahin ist schon relativ lang. Dann kann ich mir eigentlich auch Zeit lassen. Weil, ja, das bringt sowieso nichts. Weil die möchte ich jetzt auch ungern noch starten, die Mission, wenn wir jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit haben. Weil dann starten wir sie und dann muss ich sowieso aufhören. Von daher macht es nicht viel Sinn. Vielleicht laufen wir ja noch eine Gegnerpatrouille über den Weg, die wir dann noch abstechen können. Wer weiß, was der Tag noch so bringt. Oder wir genießen einfach ein wenig die freie Natur. Schön. Ja, es ist wirklich schön. Oh ja, und da sehe ich einen roten Punkt. Das heißt, irgendwo müssen Gegner sein. Dann können wir die ja noch angreifen, dann haben wir wenigstens was zu tun. Da, ich werde direkt mal den Offizier ausschalten, weil die mir auf den Sack gehen. Hallo. Tada, okay, dann kommt her. Tot. Ah, ja, ich finde es einfach stylisch. Okay, irgendwie hat das gerade nicht geklappt mit dem menschlichen Schild und mit dem Schießen an sich.
Aber was soll's. Ja, man kann auch kontern und direkt schießen. Wenn ich das demonstrieren kann. Zack. Bam. Sieht auch cool aus. Man hat gar nichts an Kugeln verbraucht, sehe ich gerade. Achso, ich muss erst nachladen. Deswegen. Was aber nicht so wirklich funktionieren will. Und dann noch ewig dauert bei so alten Waffen. Naja. Der hat doch irgendwo eine Kugel gehabt. So, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt weiter und tun so, als wäre nichts passiert. Die sind von alleine umgekippt und gestorben. Und bluten und haben irgendwelche Stich- und Schusswunden. Woher die kommen, weiß ich natürlich nicht. Ja, hier ist ab und zu auch ein hoher Schnee, wo es dann etwas schwerer ist durchzulaufen. Wie hier, da seht ihr schon. Das ist gar nicht so einfach, dann kann man auch nicht mehr so wirklich rennen. Ja, das ist aber auch alles schon cool. Der Schnee sieht auch relativ gut aus. Wobei ich sagen muss, dass der bei Uncharted 2 beispielsweise, wo man am Anfang im Schnee ist, noch ein Stück besser aussieht. Wobei Uncharted 2 aber auch insgesamt einfach besser aussieht. Aber okay. So. Da kommt noch eine Feindpatrouille. Sollen wir die noch schnell ausschalten? Ich glaube, das machen wir noch. So viel Zeit muss sein. Ja, okay. Sie ploppen erst vor uns auf. Und badabing. Hallo. Wie geht's denn so? So, ja, seht ihr, die kann man nicht direkt kontern und töten. In den meisten Fällen zum Beispiel, zumindest. Deswegen klaue ich denen immer die Waffen und versuche den dann normal zu töten, was nicht immer gelingt. Aber hey. So. Ja, und diesmal kann man auch selber, die Spielvögel selber Blut abbekommen, wie ihr hier seht. Selbst wenn es nicht unser ist. Es kann sein, dass es das vom Feind ist. Aber hey. Ja gut, da mir jetzt nichts weiter einfällt, als weiter stumpf aufs Ziel zuzulaufen, würde ich sagen, wir sind in Lexington. Wow. Würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen Cut und im nächsten Teil geht es dann weiter bei Assassin's Creed 3 und dann werden wir die Mission starten und gucken, ob wir die indianische Frau nochmal wiedersehen oder nicht und wenn ja, ob sie uns was über die erste Zivilisation zu erzählen hat. Ja, oder halt nicht. Genau. Und hier wird die Mission, glaube ich, stattfinden irgendwie. Oder, nee, ich glaube, es ist noch ein Stück weiter. Aber hier sind Kühe. Immerhin. So, hallo Kuh. Wie geht's dir denn? Ah, das ist schön. Okay, ja, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Würde sagen, das war's. Und im nächsten Teil geht's dann weiter. Also bis dann, ciao.